Wow, wir sind hier in Shy Guys Spielzeugkiste angekommen mit diesem Anti-Guy. Der hat letztes Mal Game Over gemacht. Der Typ, den sollte man nicht unterschätzen. Deshalb werden wir zurückkommen, sobald wir stärker geworden sind. Aber wir konnten zumindest all die gestohlenen Sachen wieder zurückholen, die hier links zu finden waren. Warte mal, warum sind hier Toads? Ich arbeite hier am blauen Bahnhof. Aber seit ihr keine Züge mehr fahren, bin ich mehr oder weniger arbeitslos. Oh, ja, tut mir leid, Kumpel. Willkommen am blauen Bahnhof. Leider können wir dich nicht zu einer der anderen Haltestellen befördern. Zwar haben wir den Bahnhof, die Schienen und all das Zeugs, aber leider haben wir keinen Zug. Die Scheige haben wahrscheinlich den Zug geklaut, oder? Okay, hier waren wir noch nicht. Oh. Hier geht's weiter. Cammy Cooper! Was macht sie denn hier? Die nicht. Was macht sie mit der Kiste? Perfekt! Mario hasst dieses Zeug. Wenn er es findet, muss er sicher umkehren. Aber eigentlich sieht das nicht gerade noch etwas aus, vor dem Mario Angst hätte. Ich frage mich, ob man Peachs Worten trauen kann. Aber egal. König Bowser hat's befohlen. Und er ist der Boss. Achso, stimmt. Wir haben als Peach gelogen und gesagt, machen vor Angst vor Pilzen. Ich meine, das ist nicht ganz so falsch. Theoretisch. Kann ich da irgendwie hoch? Oh, Tatsache. Ich kann mich hochschleudern lassen. Hilfe. Die Kisten sind ja lustig hier. Boing. Ich versuche, den Scheiger aus dem Weg zu gehen. Einfach nur, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit diesen ständigen selben Kampf zu haben. Weil ich den ziemlich langweilig finde, wenn ich ehrlich bin. So. Okay, kommen wir wieder zurück. Neue Gegner? Schnell zu Gumbare wechseln! Kowalski Option mäßig! Erstmal verwirren. Ja, ich wusste, da würde ich alleine kommen. Okay, dann sag doch mal, wer ist das? Das ist ein Sky Guy. Sky Guy? Oh nein, ich er schon wieder. Ja, keine Sorge, diesmal ist er nicht hier, um irgendwelche Cringe-Videos zu machen. Ja, das sind, diese Sky Guys sind meisterhafte Ballonfahrer. 7 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Auch die Ballons können angegriffen werden. Wenn sie zu Boden fallen, sind sie nichts anderes als normale Shy Guys. Ich wünschte, ich hätte auch einen Ballon, dann könnte ich schweben. Das sieht einfach toll aus. Meinst du? Weiß auch nicht so wirklich. Aber ich kann... Warte mal, was? Ich kann deren Ballons angreifen? Oh, da muss ich den Ballon auch noch scannen. Okay. Ich greife erstmal ihn hier an, ohne seine Ballons anzugreifen. Hoffe, dass ich ihn in den Powerdouts besiegen kann. Verdammt! Nein, kann ich nicht. Schade. Hey! Verdammt! Ich bin ja schon gleich tot, verdammt! Scan mal bitte den Ballon. Kannst du den Ballon nicht scannen? Okay. Ballon angreifen und dann fallen die runter. Ja, Shy oder Sky? Willst du angreifen? Nein, du willst dich aufladen. Du lädst dich auf, Mario. Wir brauchen deinen Attack Boost gleich. Ja, komm, kill ich ihn schon mal. Bisschen doof gelaufen hier, aber egal, dann ist er zumindest schon mal weg. Stirbt in der Luft. Perfekt. Aua! Oh nein, oh nein. Ich bin fast tot. Nein! Nächster Treffer sterbe ich! Nee, das können wir jetzt noch nicht machen. Ich nehme die Erfrischung. Ich habe gerade überlegt, will ich vielleicht lieber erstmal diesen 7 Schaden machen auf alle diesen Angriffen, was ich meine. Aber nee, ich nehme lieber die Erfrischung mit. Und versuche das nochmal mit Mario irgendwie zu regeln, diesen Kampf. Dann kann ich mich zumindest nächste Runde auch nochmal heilen. Reicht das schon? Ich würde sagen, hatte ich nochmal auf zur Sicherheit. Dann machst du nächste Runde den Sky Guy weg. Denn der macht nämlich am meisten Schaden. Ich bin trotzdem tot jetzt. Also fast. Es ist doch... Das ist doch krank. Was soll denn das? Ja, eine Erfrischung. Dann den Sky Guy weg. Und dann müssen wir uns den normalen Shy Guy noch schnell kümmern. Aber das sollte nicht so schwer sein.
Okay. Komm, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja. Bam! Okay. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich auch vorher angreifen können, aber ich war mir nicht sicher, wie viel Schaden ich ihm mache. So habe ich es gelassen. Ja, ich habe nur 5 Leben. Das ist ziemlich doof. Ich müsste eigentlich hier raus aus der Kiste und mich eben heilen gehen. Aber ist nicht so schlimm. Ich bleibe erstmal drin. Weil wir sind ja jetzt gleich bei der Kiste. Wo sich ja auch ein gruseliger Pilz befindet. Ich kann mich direkt vernaschen. Yes! Doppelte Erfahrungspunkte! Let's go! Yeah! Sehr nice. Und, oh, Herzen. Herzen. Ja. Und den Pilz. Oh, den Pilz. Was, war das nicht ein geklauter Pilz? Egal, es ist meiner gewesen. Kann man hier rein? Kann hier rein? Ey, ich kann hier hoch. Okay. Nein, falsch. Lass mich mal hier rüberfliegen. Das müsste doch funktionieren, oder? Zack. Oh mein Gott. Haha, bin schlau. Hier war ein Secret. Aber Moment. Wir sind noch lange nicht fertig hier. Okay, 1 Cent. Geil. Nee, das meinte ich gar nicht. Hier oben. Geht's weiter, oder? Tatsache. Hier kann man rein. Genau. Nee. Oder? Oder? Warte mal. Das könnte funktionieren. Let me cook. Ich glaube, wenn ich hier... Okay. Machen wir es erneut. Wenn ich da auf diesem Block springe und dann mit Paracarry drüber flatter, das müsste doch funktionieren, oder? Ich könnte auch safe machen. So machen. So, und jetzt nochmal. Ja, ja, ja. Passt. Perfekt. Ein Donnerblitz. Naja. Wie gesagt, ab dem Zeitpunkt spielt es nicht mehr so gut, aber nehmen wir mit. Ein Pilz. Gruselig. So, was haben wir denn hier? Eine Lagerschlüssel für Toad Town. Genau das, wonach wir gesucht haben. Hä, aber wartet mal. Bis auf den Anti-Guy haben wir jetzt hier alles fertig. Na okay, und den Zug. Ja doch, und den Zug. Na gut, okay. Hm, aber trotzdem. Das war's schon hier? Das kann doch nicht sein, dass das schon das komplette Gebiet ist. Vielleicht gibt es ja mehrere Kisten und wir müssen uns in mehreren Kisten umschauen. Vielleicht ist es im Lager, wo wir den Schlüssel jetzt für haben. Ich meine, schaut mal, hier sind ja 4 Punkte. Vermutlich haben wir jetzt nur ein Viertel abgeschlossen. Und es gibt noch links, rechts und oben einen Punkt. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Und deshalb, ja. Boing. So. Die Musik ist ja immer noch so richtig abgedreht. Okay, wem gehörte das? Dem Ladenbesitzer. Können wir mal Items kaufen, wenn wir schon mal hier sind. Haha, ja. Sollen wir tun. Oh, Mario, du bist es. Ein Scheigei. Das weißt du ja schon. Du hast ja den Schlüssel. Ah, toll, Mario. Du hast es geschafft. Du hast meinen Lagerschlüssel wieder beschafft. Vielen herzlichen Dank. Du hast meine Existenz gesichert. Und er macht direkt das Tor auf. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst aus meinem Lagerraum. Das ist nur ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder beschafft hast. Geil! Da sage ich nicht nein zu. Was ist das denn hier? Spielzeugbahn, ein hübsches Spielzeug. Ob es vielleicht mehr ist als das? Huh. Okay. Schwirrwarr. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einen Leben können wir noch mitnehmen. Den hier auf jeden Fall. Otto-Pilz. Den nehmen wir gleich mit. Falls ich gleich nochmal hier rein darf. Denn wir müssen ja noch unsere anderen Sachen, die gestohlen worden sind, abgeben. Wir haben ja hier 2 Backmischungen. Können wir gleich einen Kuchen backen. Und dann machen wir es eben. Wenn es mir eh einfällt. Dann machen wir jetzt schnell einen leckeren Kuchen. Aber warte mal, ihr fehlt ja noch die Pfanne. Deshalb kann sie gar nicht kochen. Nein, hab ich schon wieder vergessen. Na gut, dann tue ich die Backdinger erstmal ins Lager.
Damit sie mein Inventar nicht vollmüllen, weil ein KP halt das. Toll. Also nein, das lohnt sich nicht. Lager ich das erstmal. So. Genau. Und noch was lagern. Die andere Backmischung. Genau. Und das war's. Kollege, danke. Gibt's ja eigentlich noch irgendwas? Schneepuppe, ganz nett. Das hier sieht komisch aus. Aber damit kann man nichts machen. Hm. Okay. Trotzdem sehr, sehr nett. Will ich noch irgendwas mitnehmen? Haben wir einen Superpilz? Wir haben den Pilz. Aber keinen Superpilz. Den würde ich noch mitnehmen. Ja. 20 Münzen. Donnerzorn, auch nicht so schlecht. Ne, passt schon. Der Rest passt mir. Okay, ich gehe noch bei Toadie eben schlafen, damit ich voll geheilt bin. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Shy Guys Spielzeugkiste. So, wo war das Toadhaus? Das war, glaube ich, hier rechts. Ja. Hä? Hey, ist ein Shy Guy? Hey! Unser Slogan lautet, erfrische Körper und Geist. Aber man kann sich unmöglich ausruhen, wenn diese Shy Guy hier rumspringen. Tut mir leid. Das geht doch nicht. Verschwinde! Bam! Vollidiot. Müsst ihr wirklich in jedes einzelne Haus noch reingehen? Jetzt, wo der Schalke weg ist, kannst du dich natürlich reingehen. Danke, Toad. Danke. Wieder zurück. So, kann das sein, dass du was mit dieser Figur anfangen kannst? Mit dem Spielzeug, mit der Spielzeugbahn? Du wirst verstehen, dass wir nicht mit einer so winzigen Spielzeugeisenbahn durch die Gegend reisen können. Das wäre ganz und gar unmöglich. Leg sie wieder in die Spielzeugtruhe zurück, aus der du sie genommen hast. Du meinst, ich soll sie in die Kiste legen und dann wird sie ja automatisch riesig? Okay, machen wir das. Oh, guck mal, die ganzen kleinen Toads und Shy Guys da drin. Oh, wie süß. Ding, 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 ding. Boah, wie das aussieht. Aber so 3D. Ja. Ich hab getan, was er verlangt hat. Ich würde jetzt jedes Mal sagen, Kapitel 4. Das wäre nervig, oder? Gut, dass er das nicht tut. So, dann fahr mich mal los. Juhu, wir sind wieder im Geschäft. Der Zug fiel vom Himmel und landete genau auf unseren Schienen. Der Personenverkehr ist wieder im Betrieb. Dann fahr mich doch. Wir benutzen die Schalter vor jeder Haltestelle, um die Fahrrichtung des Zuges zu bestimmen. Wenn du dich für eine Richtung entschieden hast, sprich einfach nochmal mit mir. Einsteigen. Ach so. Oh. Erstmal rechts, würde ich sagen. Einfach nur so. Keinen bestimmten Grund. Ding, ding. Kannst du nochmal mit ihm sprechen? Okay. Pinker Bahnsteig. Pinker Bahnhof. Alles klar. Dann los. Wer dreht denn die Figur hier auf? Nichts anderes, eine Pinker Bahnhof, Pinker Bahnhof. Du müsstest nur merken, dass noch dieser Anti-Guy war. Ansonsten haben wir zwei neue Bahnhöfe. Ne, drei neue. Wir können auch so eine grüne theoretisch, sehe ich gerade. Ja. Interessant. So. Hi. Eben sind ein paar Shy Guys mit einer Bratpfanne rechts angelaufen. Ich wette, dass sie die Pfanne jemandem gestohlen haben. Und ganz sicher wollen sie damit kein Essen zubereiten. Shy Guys sind so unausstehlich. Warum seid ihr denn hier am Arbeiten? Wer hat euch hier verkleinert? Aber hey, genau darin wollen wir doch. Wollen diese Shy Guys finden? Wir brauchen die Bratpfanne. Kollege, alles in Ordnung bei dir? Er brennt. Er ist ziemlich heiß. Bedingt. Oh, hey, 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 was bist du denn für einer? Du Höhlenmensch. Was fällt dir ein? Vielleicht zwei neue Gegner. Okay, scannen wir erstmal den dahinter. Den Medi-Guy. Das ist ein Medi-Guy. Medi-Guy sind die Notfallhelfer unter den Shy Guys. 7 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Sie haben die Fähigkeit, ihre verwundeten Freunde wieder zu heilen. Aber sie greifen auch an. Wir sollten sie so schnell wie möglich kampffähig machen. Es kann richtig nervig werden, wenn sie ständig den Schaden, den wir verursachen, wieder beheben. Ja, das dachte ich mir auch, deshalb wollte ich den als erstes anvisieren. Also, ich kenne ihn natürlich nicht, aber trotzdem wollte ich ihn als erstes anvisieren. Lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht.
greifen wir einfach mit einem Powerhüpfer an und hoffen, dass alles gut geht. Bam. So. Komm. Ich muss mein Timing nur wieder drauf haben. Mehr ist das nicht. Nein. Es war so klar. Es war so klar. Ja, wen heißt jetzt nicht? 4! No way. Was? Ein Spy Guy? Das ist ein Spy Guy. Spy Guys sehen in ihren Tarnanzügen aus, als wären sie in geheimer Mission unterwegs. 7 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Jedes Mal, wenn sie angegriffen werden, wechseln sie ihre Waffe. Versuche ihre Hammerattacke auszuweichen. Nach jedem Treffer büßt du eines deiner Kommandos ein. Hm. Oh Mann. Erstmal der Medic Guy, das ist der wichtigste hier, wegzubekommen. Solange der da ist, haben wir ein Problem. Er versteckt sich jetzt. Besser ist, Kollege. Aua, voll auf geht die Nase. Ey. Jetzt hab ich voll das Nasenblut, Mann. Oh, das wird dir doch leid tun. Bam. Huh. Oh, der Didi-Hammer. Muss ihn schnell wegmachen. Yeah. Aber ich mag die Abwechslung hier. Wenn man Schallgeil fern ist, und das bin ich eigentlich auch, hat man hier viel Spaß, die ganze Variation zu sehen. Und die kenne ich alle gar nicht. Die sind ziemlich lustig. So, aber Lady Boo ist halt ein stärkerer Partner. Deshalb nehme ich sie erstmal mit, bis ich hier wieder einen neuen Gegner finde. Oder irgendwas finde. Hallo. Was zur Hölle bist du? Hallo, ich komme egal. Ich weiß nicht wieso. Ich bin ein gewöhnlicher Scheiger mit einer Vorliebe für gutes Essen. Ich bin hungrig. Ich hab einen Pilz. Hier. Katastrophe! Das ist das abscheulichste Essen, das ich jemals zu mir nehmen musste. Igitt! Mein delikater Gaumen ist für diesen Fraß viel zu verwöhnt. Ich kann nur Speisen der feinsten Qualität zu mir nehmen. Ansonsten muss ich eher würde ich verhungern, als diesen höllischen Schlangenfraß zu vertilgen. Alter, hat er jetzt meinen Pilz weggehabt? Das ist nicht dein Ernst. Junge, was will er denn essen? Oh, er will den Kuchen wahrscheinlich essen, oder? Dafür haben wir die Backsachen bekommen. Okay. Schade, ich dachte, wir kriegen so ein OP-Power-Item. So ein Kuchen für später im Spiel. Ich glaube, wir müssen es ihm geben. Aber ohne Witz, da würde ich auch lieber abspeichern, dann hinrennen und ihm es dann geben und müssen wir ausprobieren. Ja, es ist gut, dass ich ihm nur den Pilz gegeben habe, weil der ist mir nichts wert. Ist halt ein Pilz. So. Briefbeutel, ein Beutel voller Briefe. Bring ihn zum Postamt zurück. Oh. Wurde das auch geklaut? Okay. Donnerblitz. Danke. Nett von dir. Jetzt, wo ich wieder Platz hab. Ach komm, nicht durch den Block glitschen, Kollege. Was ist denn das für ein Benehmen hier? Unfassbar, Freunde. Unfassbar. Kill den. Bam, 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 bam. Nice Teamwork an der Stelle. Und der Powerhüpfer, um es nochmal auszuprobieren. Ich weiß es nicht. Will ich den Powerhüpfer aufgeben? Will ich es weiterhin versuchen, mit ihm anzugreifen? Ich kann es euch nicht sagen. Eigentlich läuft es ja. Guck mal, jetzt hast du zum Beispiel wieder gut geklappt. Ich kann es einfach nicht sagen. Es ist immer mal so, bam. Aber irgendwie ist dieser Ort ganz lustig. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist er schon lustig. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. So, die XP ist natürlich sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich hier nicht die Interesse habe, gegen die ganzen Gegner zu kämpfen. Ich möchte gerne mehr Orden benutzen können. Ich führe mich hier hoch. Hab ich jetzt nicht erwartet. Hilfe. Okay, ein Schatz. Ein Wert-Plus-Orden verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1. Ist ja mega geil. Ups. Falscher Knopf. Boah, 6! Ja, okay, dafür ist aber auch geil, ne? Boah, will ich das? Will ich das? Schwindelhieb. Du
Tun wir den mal raus. Hab ich nie benutzt. Ja, er hat eben es okay. Hat nur 2 Schaden. Verschafft einen Schlag. Nötigen Schwung. Das ist ein Mini-Monster. Boah, ich kann es euch nicht sagen, ne? Boah, 6 ist schon sehr, sehr viel, aber es würde sich sowas von lohnen. Vielleicht mache ich den Stachelschild raus. Mittlerweile haben wir auch nicht mehr so viele stachelige Gegner. Und dann bräuchten wir nur noch 2 Punkte. Ja. Zum Beispiel da Power Downs. Nein, nicht mal Power Downs. Nein, das kann ich nicht machen. Nee, da nehme ich erstmal sowas hier rein. Und sowas hier rein. Ja, wisst ihr was? Bündkapier plus besser. Machen wir das mal so. Warten wir bis auf unser Level ab, damit wir das upgraden können, dass wir mehr OP haben. Dann haben wir ja plus 3. Und dann tue ich es rein. Ist das so in Ordnung? Ja, können wir so machen. Können wir so machen. Außerdem habt ihr da eh nichts zu sagen. Ich spiele hier. Ich spiele hier ein Spiel. Wie komme ich hier? Aha. Aha. Wo ist er jetzt hin? Aha. Hier kann man rein? Nein. Nein? Doch? Muss ich warten? Ja, ich muss warten. Schnell, 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 schnell. Jaha! Ja, doch. Nice. Die Schallgeil-Fabrik. Zumindest fühlt sich das so an. Und hier? Eisbauorden erhöht Angriffskraft gegen Feuergegner um 2. Feuergegner? Wann hatten wir mal Feuergegner? Oh, der brennende Schallgeil ist vielleicht gemeint damit. Donnerzorn! Und? Die Bratpfanne. Okay, nice. Ja. Okay, im ersten Gebiet gibt es den Anti-Gein. Sehr starker Gegner, den wir besiegen müssen. Oh. Ups. War vielleicht jetzt nicht so klug, was ich getan habe. Aber passt schon. Die kostenlose XP nehme ich eben mit. Ja, im ersten Gebiet gibt es den Anti-Gein. Im zweiten Gebiet hier, im pinken, gibt es den Gourmet-Guy, der gerne leckere Sachen verspeist. Vermutlich den Kuchen, aber das weiß ich jetzt halt nicht, ob das stimmt. Ja, okay. Wie gesagt, 2 Gebiete haben wir noch. Ich kacke auf die Münze. Ich will hier weg. Gehen wir erstmal umschauen oder gehen wir erstmal zurück? Ich würde sogar sagen, wir gehen erstmal wieder zurück. Also nochmal raus aus dem Gebiet. Und dann gehen wir kurz die Brieftasche zurück. Gemeinsam mit der Bratpfanne und schauen, was wir machen können. Also bis gleich. Okay, ich habe mal ganz kurz 2 Items gelagert, um die beiden Backmischungen wieder rauszuholen. Und zu gucken, ob wir direkt mal backen können. Oh, hallo Schatzi, danke, dass du mich besuchen konntest. Aber ich habe keine Bratpfanne mehr. Ich kann nichts für dich kochen. Oh, Mario, meine gute alte Bratpfanne. Oh, da hast du für den Schreck jetzt zurückgeholt. Vielen Dank, Mario. Dafür werde ich dir etwas ganz Besonderes zubereiten. Aber ich habe keinen Platz mehr. Tralalala. Mist. Oh, du hast zu viel Kram. Du kannst den Kuchen jetzt nicht mitnehmen. Komm wieder, wenn du ein paar Sachen losgeworden bist, Schatzi. Ein Kuchen? Okay, ja, dann lege ich halt noch mal kurz noch was weiteres ab. Ich habe den Donnerzorn hier, den da weggepackt, zusammen mit der Schneepuppe. Das greift auf alle Gegner 5 und dann 4 an. Was habe ich denn noch so Schönes, was ich weglegen kann? Ich will halt alles jetzt noch benutzen, ne? Keine Ahnung, du hast mal den Voltopilz weg. So. Damit ich zumindest mal Platz habe. Denn der Kuchen, wie gesagt, ich vermute, den werden wir gebrauchen. Für den Gourmet-Guy. So, hi. Hier ist der Kuchen. Leckerer Kuchen von Omnity, stellt 15 BP wieder her. Was der allerköstlichste Kuchen? Ein bisschen davon hat das Herz meines seligen Mannes gewonnen. Oh. Ich hatte geschworen, ihn nie wieder zuzubereiten, aber du bist eine Ausnahme, Mario. Jeder, der davon kostet, wird dieser Köstlichkeit sofort verfallen.
Oh, Mario, Hallöchen, soll ich noch was kochen? Ja, ich habe hier eine Backmischung. Kannst du mir noch einen Kuchen machen? Ich koche mit Backmischung, ja. Komm, gib mir noch einen Kuchen. Tatsache, sie kann mir noch einen Kuchen. Oh mein Gott. Oh, hohohoho. 15 BP macht der Kuchen wieder. Das ist ein richtig gutes Item. Und wir haben jetzt 3 davon. Okay, gut, 1 davon müssen wir abgeben, aber trotzdem haben wir 2 davon. Nice. War zwar eigentlich geklaut, aber egal. Jetzt ist es uns. So, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir noch eben die Brieftasche ab. Dann da ein paar Hostamt und schauen mal, wie es da abläuft. Hi. Du da. Ah, die Scheigers haben unsere Post gestohlen. Wir sind geliefert. Oh Mann, ey. Mann, ey, nee. Oh, das ist er ja. Oh, der Beutel. Danke, Mario. Du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, wie viele Leute sich auf ihre Post freuen. Lass mich dir ein kleines Geschenk als Dankeschön überreichen. Habe ich schon erwartet, dass wir eine Sternspitze bekommen. Okay. Dann gucke ich mal kurz, wie ich mein Inventar sortiere. Und dann gehen wir wieder zurück in den Untergrund. Hey, wartet mal. Können wir denen nicht sogar schon helfen? Wir haben doch den Taschenrechner. Den haben wir doch. Da, hier. Können wir vielleicht ein paar Orden kaufen. Hey, Kumpel, das ist doch mein Rechner. Du sagst, du hast ihn in den Scheigei abgenommen. Ja, geil, Mann. Geschieht ihm recht, ey. Ich kann ihn leider wieder öffnen. Yeah. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich weiß, nimm dies. Das ist ein ganz besonderer Orden. Setz ihn weise ein. Spionorden. Zeigt an, dass eine versteckte Falltür in der Nähe ist. What? 100% oder was? Mama sagt, wir wären aus dem Geschäft geflogen, wenn er seinen Rechner nicht zurückbekommen hätte. Boah, Alter. Der Rechner hat alles hier entschieden. Aber jetzt können wir den Laden wieder aufmachen. Alles klar, gehen. Vielen Dank. Dann machen Sie mal auf. Schon bald. Okay. Orden. Dann mach mal raus. Wie viel kostet der denn? Spion 1. Soll sich eine versteckte Falltür in der Nähe befinden, wirst du optisch und akustisch darauf hingewiesen. Okay, habe ich noch nie gesehen, so eine Falltür. Oh Gott, muss ich jetzt wieder ganz viel backtracken? Warte, was? Hier? Was? Was soll das heißen? Oder heißt das einfach nur generell in diesem Raum? In diesem Gebiet? Hä? So, was heißen? Eine versteckte Falltür. Also unten, irgendwo stampfen. So Boden ausgraben mäßig. Oder was ist damit gemeint? Die können ja jetzt aber nicht erwarten, dass ich hier jeden einzelnen Pixel abchecke, oder? Oder? Also sorry, jetzt mal ohne Witz. Ich bin gerade übelst verwirrt, was sie damit meinen. Na gut. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Das verwirrt mich gerade viel zu sehr. Und, ich weiß auch nicht, Mann. Das ist aber weird. Okay, ich habe schon mehrmals dieses Ding gehört. Aber, ja, das ist einfach nur grob hier in diesem Raum. Das sagt mir nicht an, wo es ist. Na gut, was soll's. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Ich verhungere gleich. Ich muss was essen, bitte. Ich brauche einen süßen Kuchen. Einen Kuchen mit Sahnehäubchen und Kekstückchen. Ja, ich habe ja einen. Schau mal. Schönes Stückchen. Köstlich, das ist sagenhaft. Miau, was zum? No! Okay, komischer Dude, aber hey, er hat was fallen lassen. Ein Kochbuch, Gummigai hatte dieses Buch. Zeig es einem Meisterkoch. Also, Omelettier oder was? Und hey, jetzt können wir hier in den Hintergrund rein. Da können wir uns in der nächsten Folge ein wenig genauer umschauen, würde ich sagen. Okay, auch mal hier lang. Hier ist nichts. Oder ist das hier schnell vorbei? Ich weiß es halt nicht. Hier war irgendwo so ein brennender Typ, das weiß ich. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich entspanne mich jetzt hier.